Samurai. Peaky Blinders, The King's Ransom bietet eine interessante Gangstergeschichte mit ein paar Mankos. Never was much good at this game. Hallo an alle VR-Freunde da draußen, hier ist Hagen Geritz von Gamers Global mit dem Kurztest zu Peaky Blinders The King's Ransom, das ich auf der Pico 4 gespielt habe. Das VR-Abenteuer basiert auf der gleichnamigen Serie und versetzt euch nach Birmingham im Jahr 1928, wo ihr Teil der Peaky Blinders-Bande werdet, die sich im Gegenzug darum kümmern will, dass ihr nicht mehr wegen Fahnenflucht gesucht werdet. Euer erster Tag beginnt direkt turbulent, denn sowohl gewaltbereite Gewerkschafter als auch andere Banden legen sich mit den Blinders an. Die Story ist dabei wohl zwischen Staffel 4 und 5 der Serie angesiedelt. Das kann ich selbst nicht einschätzen, dafür aber sagen, es braucht kein Vorwissen, um der Geschichte folgen zu können. Im Kurztest gehe ich auf drei Aspekte ein: Immersion, Shooter-Gameplay und Story. Take this pamphlet, it lightens your eyes. Beim Thema Immersion ist die Grafik der Elefant im Raum. Wie bei anderen Titeln, die auf einem All-in-One-System wie der Pico 4 laufen, fällt die Grafikqualität im Vergleich zu Titeln ab, die über PC oder Konsole das Bild an die Brille ausgeben. In den Videoszenen, die ich mit der Pico 4 aufgenommen habe, wirken dabei entfernte Objekte auffällig grob pixelig. Das ist mir mit der Brille auf dem Kopf aber nicht störend aufgefallen. Dennoch haben die Entwickler von Maze Theory mit den begrenzten Mitteln doch ein paar stimmige Szenen geschaffen. An mancher Stelle wurde es aber mit der Schummrigkeit übertrieben. Einmal sollte ich was aus einem Lager holen, wo ich kaum die Hand vor Augen sehen konnte. Durch Kleinigkeiten wie das Anstoßen mit Charakteren bemühen sich die Macher um ein Mittendrin-Gefühl. Außerdem gibt es an vielen Schauplätzen doch einiges, was ihr manipulieren könnt. Zu eurem festen Inventar gehören etwa eure Pistole, Zigaretten und ein Feuerzeug. Mit letzterem könnt ihr aber auch herumstehende Lampen anzünden. Im Gespräch mit Arthur Shelby, einem der Bosse, konnte ich nebenher Wurfbomben zusammenbasteln. Da ist es allerdings ganz gut, dass das optional blieb, denn die Spielphysik ist bisweilen sehr empfindlich und so schön es ist, dass eure Hände auf die Umgebung reagieren, so manches Mal bleiben sie eben auch an Objekten hängen. Go down there and find the truth. Die besagten Bomben habe ich dann nicht eingesetzt, aber was sehr wohl geht, ist herumliegende Molotow-Cocktails auf Feinde zu werfen. Der clevere Gangster denkt noch daran, den vorher wirklich anzuzünden. Ansonsten glänzt das Shooter-Gameplay nicht gerade mit Tiefgang, so hatte ich nie etwas anderes als die Standardpistole in der Hand. Die KI ist sehr passiv und wartet darauf, abgeballert zu werden. Gleichzeitig hat sie euch sofort im Visier, wenn ihr nicht in Deckung seid, und schießt euch schnell in den roten Bereich. Dann müsst ihr allerdings nur zurück in Deckung und warten, bis ihr voll geheilt seid. Ein Inventar für Munition gibt es nicht, sodass ihr euch von Munitionskiste zu Munitionskiste vorkämpfen müsst. Auch waren mir beim Waffenmodell Kimme und Korn nicht markant genug, sodass bei deaktivierter Zielhilfe das Treffen auf Entfernung anstrengend wurde. Das Tracking der Hände mit den Controllern der Pico 4 funktionierte aber gut und die Zielhilfe ist standardmäßig aktiviert. Die fällt nicht störend offensichtlich aus und hält die Ballereien kurzweilig. Die Shooter-Action ist also keine Stärke von King's Ransom. Allerdings vergeht auch einige Zeit zwischen den Schießereien, obwohl ich sehr früh eine Pistole bekomme. Die soll ich allerdings zuerst benutzen, um einen gefesselten Verräter zu töten, als Loyalitätsbeweis. Das bringt uns zur Story, die auf die Art angenehm düster losgeht. Die Handlung dreht sich um einen spannenden MacGuffin. Churchills roter Koffer mit den Infos zu allen Geheimagenten ist weg und die Blinders wollen ihn zurückholen, um sich mit ihm gutzustellen. Dafür führt er auch einige Gespräche. Oft habe ich in VR für langes Gerede keine Geduld, doch die Unterhaltungen sind kurzweilig und sehr gut durch die Schauspieler aus der Serie vertont. Mehr Zeit als mit Schießereien verbringt ihr mit der Untersuchung der Umgebung. Hier gibt es nämlich sehr wohl ein Inventar für Schlüssel und wichtige Dokumente. Daneben schaffen die Story-Momente zusätzliche Abwechslung. So musste ich einmal die Drähte von Bomben durchschneiden, während ich ohne Waffe unter Beschuss genommen wurde. Damit komme ich zu meinem persönlichen Fazit. Manchmal macht die schwache Technik auch der Inszenierung einen Strich durch die Rechnung. Doch auch für mich war ohne Wissen um die Vorlage die Geschichte interessant. Auch wenn ich nur deswegen nicht The King's Ransom empfehlen würde. Die enttäuschenden Schießereien werden durch das nette Maß an Abwechslung in der linearen Geschichte aufgewogen. Doch auch in seinen Adventure-Elementen bleibt King's Ransom flach.
Dazu kommt eine kurze Spielzeit von rund 3 Stunden, wenn man nicht wirklich jedes Dokument schmökert oder sich auf die Jagd nach allen der vielen Collectibles macht. Zusammen mit den kleinen Macken spreche ich daher keine Empfehlung aus. Ein Reinfall ist das VR Peaky Blinders aber auch nicht geworden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo für den Kanal da. Danke fürs Zusehen.